Laber-Baber, Rhabarber. Ach so. Genau, jetzt sind wir in the game. In the game, in the name of the game. Also hallo Leute. Hier will herzlich willkommen zum neuen Video. Yay! Hallo Leute und willkommen. Ja, heute, wie ihr schon hören könnt, habe ich heute einen ganz special Guest dabei. Und zwar mein Vater. Ja, mein Vater möchte oder muss heute zum allerersten Mal in seinem Leben Star Stable spielen. Und ich erkläre dir jetzt erstmal ganz kurz, wie die Steuerung funktioniert. Eine Ewigkeit später. Erstmal hinten und siehst du dieses Tor hier hinten, das da? Ja. Da ist der Heimatstall und da gehen wir jetzt rein zu deinem Heimatstall. Super. Da hat eine schön geflochtene Mähne. Komisches Abbild von mir. Ja. Sehr wahrheitsgetreu. Genau. Ganz einfach, genau. Ist nicht schlimm, du kannst auch gegen die Wand laufen. Jetzt streichelst du dein Pferd. Ah, so cute. Was haben wir denn für eine Jahreszeit? Herbst. Herbst. Also kleiden wir uns sehr herbstlich. Naja, wir wollen ja einfach nur raus ins Gelände. Oh yeah. Fischer. Also, oder hier haben wir auch noch einen grünen. Ah, nee. Grün und blau, dem Kasper seine Frau. Das? Ja, so Blümchen. Aber Papa, der ist blau. Dann nimm doch wenigstens, guck mal, hier ist so ein schwarzer. Oh. Geh mal auf den hier. Ja, willst du jetzt noch wiehern? Nein, das Pferd wiehert ja nicht. Also ich höre es jedenfalls nicht wiehern. Ja, weil ich den Sound ausgemacht habe. Ach so, vielleicht wiehert es schon. Ja, ja, es wiehert auch. Ach so, und dann brauche ich ja gar nicht selber wiehern. Ja, sehr gut. So, jetzt musst du aufpassen, da geht's runter. Das war gewollt. Und dann gehst du hier zu der und tschüss, da war sie. Du musst langsamer werden. Und los. Du musst dich halt ein bisschen an den Pfeilen orientieren, da kannst du gleich dann drüber springen. Nein, Papa, was machst du? Ja, der muss wieder zurück. Stopp! Ja. Genau, da musst du reagieren. Und los. Papa, du bist... Du hast die Fahne verpasst. Ich stehe jetzt oben auf dem Rohr. Ich heule gleich. Oh mein Gott. Du bist einfach an der Fahne vorbeigelaufen. Die grünen Pfeile sind zwischen zwei Fahnen. Und du musst hier durch die Fahne durch. Und du bist voll hier lang gelaufen. Was machst du denn? Na, ich, wo soll ich denn noch rum? Wo soll ich denn noch rumgehen? So. Jetzt versuchst du hier in den Hänger reinzukommen. Stopp, stopp, stopp. Ja. Was denn? Oh mein Gott. Sehr gut. Wir haben das Bremsen gelernt. Jetzt drückst du die an. Jetzt? Nochmal ein Rennen, aber ein leichteres. Mit der? Nee, ohne die. Sehr gut. Langsam. Warum? Geh doch einfach auf A. Da passiert dann nichts. Und hier, und dann gehst du gleich hier runter. Stopp, 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 stopp. Nicht springen. Stopp. Auf X ist Stopp. Stopp S. Dann machst du nur langsamer. So, jetzt guck mal. Oh mein Gott, wir haben gleich unser erstes gemeinsames Rennen absolviert. Yeah. Wir haben auch nur 2 Minuten und 6 Sekunden gebraucht. Ich muss dir auch aufpassen auf meine Miezekatze, schau. Wenn die zu schnell, dann verliere ich die. Na, die ist festgenäht. Ah ja, schau mal, das ist hier die ganze Map. Ach du großer Gott, okay. Und wir sind gerade hier. Möchtest du ein Pferd noch kaufen? Ich habe doch schon eins gekauft. Vor kurzem erst. Ah, nee, ich meine ein Pferd im Spiel und kein Real-Pferd. Ein Real-Pferd. Möchtest du auf, als Ehrengast darfst du auf meinem Account dir ein Pferd kaufen, wenn du eins möchtest. Na, wenn es ein schönes gibt. Ich werde jetzt einfach mal für dich in den Transporter reiten, damit es hier alles ein bisschen schneller geht, weil dein Trauerspiel kann man sich da nicht mit anschauen. Hey, schau, ich guck, die Katze, die guckt schon ganz, ganz ängstlich. Da, schau. Sag dann. Gnadenlos. Gnadenlos, Alter. Wir werden keine Gefangenen gemacht. Hier wird einfach zack gesagt. Wenn dir da keins gefällt, dann können wir auch noch woanders hin, ja? Es gibt viele Pferde hier. Okay.
Und wenn dir kein Pferd gefällt, dann können wir auch woanders hingehen. Friese, ne? Friese ist schön. Sehr athletisch, hört sich gut an. Kannst du mit dem auch Sumba tanzen? Na, ja, ja, ja. So, ja. Möchtest du das haben? Oder? Na klar. Ja? Das sieht sehr... sehr schön aus. Dann gehst du mal auf Pferd kaufen. Und jetzt kannst du dir dann einen Namen aussuchen. Quasi entweder kannst du auf zufällig gehen, dann werden dir hier Namen vorgeschlagen. Oder wenn du einfach mal hier drauf drückst, dann werden dir ganz viele Namen angezeigt. Da kannst du also auch x-beliebig suchen. Ich habe nicht geschaut, ob es ein Herr oder eine Dame ist. Das wird ist egal, Ost. Genau. Apple. Applejack? Gibt's leider. Was ist das? Das ist ein Name. Von einem Rum? Nein. Von einem Whisky? Nein. Okay. Das ist... Apple Master. Ja, man muss ja einen Namen, einen Namen haben, den es nicht nochmal gibt. Den gibt es sicher nicht nochmal. Na dann, hast du gut gemacht. Ja. Ganz toll. Ich freue mich auch. Ich glaube, echt? Werde ich heute Abend ausreiten gehen damit. Was? Alles klar, Papa. Damit reitest du nach Hause, oder? Oh yeah. So. Warum bierst du denn da? Mann! Wir sind hier nicht zum Bieren. Wir sind ja nicht im Pferdestall, ne? Na, jetzt sind wir im Pferdestall. Achso, ich muss wieder alles ausziehen. Genau. Oh mein Gott. So, wir lassen die Ausrüstung jetzt einfach mal drauf. Du suchst dir einfach neue raus. Guck doch mal. Schön, guck mal, wie er an der Seite herniederhängt. Findest du das Pferd schön? Es hat was. Es hat einen Schwanz. Vier Pfoten. Das sind erstens Hufe und zweitens heißt es Schweif. Mit Schwanz. Aber warum ziehst du eine Skeletthose an? Wir sind doch nicht mehr im Halloween-Modus. Den oder den? Nee, der da. Willst du noch ein Tierchen haben oder ohne Tier? Ja. Wir können auch zum Beispiel die Spinne nehmen. Na, also eine Spinne. Ist ja die krabbelt nebenher. Aha. Jetzt kann ich die ganze Nacht reiten. Juhu. Ja. Das ist die Spinne. Na, servus. Die möchtest du als Haustier haben? Nee. Genau, da kann man schön die Beine rasieren von der Spinne. Ja, Papa. Nee. Na dann, ihr lieben Leute. Es war sehr nett mit euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. In die anders gearteten Reitkünste mal einzutauchen. Ich denke, ihr wisst, wo ihr euch hinwenden müsst, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Also dann, bis dann. Tschüss. Tschüss, bye bye. Ey, das war gar nicht so schlecht, Papa. Kannst du auf die Schulter klopfen. So, jetzt will ich Cola. Jetzt will ich, bin ich hier berühmt. Jetzt bist du berühmt. Du wolltest Influencer werden. Ich wollte immer Influencer werden. Dann habe ich aber immer nur eine Influencer bekommen. Was wolltest du denn vermarkten? Meine super Ideen. Ja, was hast du für super Ideen? Ein Rasierapparat für Spinnenbeine. Das wäre gar nicht so schlecht. Die rennt tatsächlich nebenher. Die rennt sogar durch alles durch. War das eine Lebenserfahrung wert? Naja, es war eine Lebenserfahrung. Ob es wert war, wird sich noch zeigen. Ob du berühmt wirst oder ja, nicht. Ja, genau. Also wenn ich jetzt morgen von Direktoren Anrufe kriege und Abwerbeversuche und... Dann hat es was gebracht. Dann hat es was gebracht, ja. Nee, aber das würde wahrscheinlich nicht sein, weil Direktoren sind nicht gerade meine Zielgruppe. Naja, aber vielleicht Direktorinnen. Das heißt, ne? Ja.